Ja, ihr habt es euch gewünscht, ein Low-Carb-Gericht. Und hier kommt es, eigentlich sogar fast No-Carb. Ich esse es echt gerne in meiner Under-Eating-Phase. Ja, meine Asian-Nudeln. Hierfür braucht ihr die Shiitake-Nudeln. Das sind bei mir jetzt die Spaghetti. Es gibt es auch als Reis. Dann ein bisschen grünes Gemüse. In meinem Fall tiefgefrorenen Brokkoli und Spinat. Etwas Erdnussmus. Sambal Oleg für die Schärfe. Wir wollen den Körper einfach ein bisschen einheizen. Und fettarme Kokosmilch. Außerdem zum Würzen Ingwer, eine Schalotte und Limetten. Ja, Ingwer und Schalotte hatte ich bereits gesagt, außerdem natürlich noch einen Knoblauch und das Ganze schneidet ihr einfach mal klein. Später brauchen wir dann nur noch den Saft der Limette. Als erstes kocht ihr die Shirataki-Nudeln für 3 Minuten in heißem Wasser. Die guten Nudeln gibt's beim Gesundes-Shop, den verlinke ich euch nochmal unten in der Beschreibung. Einfach abgießen, ihr könnt natürlich auch normale Nudeln machen, wenn ihr das nicht als Low-Carb-Gericht haben möchtet. Dann erstmal die ganzen Gewürze sozusagen anbraten und nach kurzer Zeit könnt ihr dann auch schon die Kokosmilch hinzugeben. Ihr könnt das Ganze auch noch mit ein bisschen Wasser verdünnen und dann einfach euer Sambal Oleg und das Erdnussmus hinzugeben. Da könnt ihr natürlich, je nachdem wie viel in eure Nährwerte reinpassen, variieren und das Ganze einfach unterrühren. Wenn das Ganze dann ein bisschen gekocht hat, dann könnt ihr die Limette noch reindrücken. Die benutzen wir, um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Pep zu verleihen. Im Anschluss kann dann das ganze Gemüse rein. Wenn ihr den Spinat frisch nutzt, dann macht den erst zum Ende rein, da der nicht zu lange erhitzt werden soll. Dann noch ein bisschen mit Pfeffer und vielleicht auch ein bisschen Salz würzen. Und wenn dann das Ganze, wie in meinem Fall, ja aufgetaut ist und schön brutzelt und gut riecht, könnt ihr auch die Nudeln hinzuwerfen. Wie gesagt, ihr könnt auch normale Nudeln nutzen oder natürlich auch Reis. Einmal untergerührt und schon ist das leckere Essen fertig. Ich hoffe, dass euch dieses Low-Carb-Gericht gefallen hat. Wenn ja, teilt es gerne mit euren Freunden, damit der Channel wächst. Und wir hören oder sehen uns dann zum nächsten Mal. Guten Appetit!